Jo, und damit auch willkommen zurück zum Eagle-Modus mit bei Sonic City. Hier gespielt die PSN-Version. Ja, mit Tails hat das Ganze vorhin nicht so geklappt. Mal schauen, wie ich mich mit Sonic anstelle. Ich bin nicht so zuversichtlich. Dieses Mal, die Zone ist sehr, sehr, sehr schwer und das zeigt mir auch, glaube ich, schon warum. Geht ja auch gut los. Ich mache fast den gleichen Fehler wie bei Tails. So, und das war fast unmöglich, jetzt auszuweichen. Ah, ich sehe schon kommen. Das mit den Edelsteinen, das können wir bei beiden Charakteren langsam sausen lassen. Ich bin mal zum ersten Mal nicht mehr zuversichtlich. Mann. Aber immerhin, eins passt. Die Musik, die ist richtig gut, mal wieder, im amerikanischen Stil. Soll wirklich nicht sein. Den Fehler habe ich nämlich auch bei Tails, glaube ich, gemacht. Das sind manchmal so Steine, die kriege ich gar nicht mit, irgendwie. Die kriege ich erst immer mit, wenn... Ja. Wenn ich getroffen werde. Aber immerhin, auch hier reisen wir in die Zukunft. Oh, das ist natürlich eine entspannte Musik. Bringt uns aber nicht viel mehr die Zukunft. Hören wir mal noch ein bisschen auf die Musik. Oh ja. Mhm. Passt schon, ne? So, ja, 21 Ringe, kein Super Ring da. Wie bei Tails, leider Act 1 ohne Erfolg. Da müssen wir schauen, was wir im zweiten machen können. Im zweiten Act war das bei Tails auch schon sehr, sehr, sehr glücklich, dass wir da überhaupt reingekommen sind. Sonic führt ja zurzeit das Duell oder den kleinen Vergleich. 3 zu 2 für Sonic. Weil wir beim letzten Mal einen Edelstein beim Time Zone mal wieder bekommen haben. Schutzschild nehmen wir mit, würde ich meinen. Mal schauen. Mhm. Das war mir sowas von klar. Nein. Nach oben, nach oben, nach oben. Schalter umlegen. Da hat das bei Tails Club auch noch geklappt mit den Ringen. Also auch mit Sonic kommen wir rein in die Special Stage. Das war jetzt nur noch die Feder hier oben. Und dann hier rein. Also wir sind jetzt auch mit Sonic hier drin. Mal schauen, ob wir mit Sonic ein bisschen mehr Glück haben. Aber Glück. Keine Ahnung, wie ich die ersten geholt habe. Mit Sonic sind wir ja noch voll im Rennen mit in Sachen Versuchen. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Aber auch der muss halt klappen. Ja. Achso, wenn man keine Ringe hat, verliert man einfach keine Ringe. Das ist natürlich auch gut. Oh. Da haben wir wenigstens die eine Frage geklärt, die ich mir mal gestellt habe. Was passiert, wenn man keine Ringe hat in der Special Stage und man hier ausrutschen tut? Also, wenigstens eine Sache haben wir hier in diesen
Durchgang klären können. So, das kommt direkt auf uns zu, das nehmen wir mit. Eventuell das ja auch nicht. Aber eventuell so. Ach, schade. Das haben wir doch berührt, oder? Mann, 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 Mann. Sekunden haben wir noch. So, und das ist, glaube ich, hier das Zeitufo. Oh, 5. Soll nicht klappen, soll nicht klappen hier. In dem Durchgang. Na gut, okay. Dann machen wir auch noch wie bei Tails Eggman zum Eiersalat. Heute müssen wir mal nicht kämpfen direkt. Wer den Tails-Part schon gesehen hat, wird gleich wissen, warum, wieso, weshalb wir nicht direkt kämpfen müssen. Wir müssen eigentlich nur ausweichen. So, dann wird diese Frage, wie das losgeht, schon mal hier geklärt. Wir müssen ausweichen und warten und Geduld haben. Eggman wird dann irgendwann auf dem Boden unten aufkommen. Und dann, naja, Eiersalat wird er leider nicht. Und ein gekochtes Ei wird er auch nicht. Der haut vorher ab, eh das ganze Ding explodiert. Ja, es soll nicht sein, es soll nicht sein. Ei, 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 ei. So, und das ist natürlich auch sehr, sehr gut. 0 Ringe, okay, wir wagen es. Es fehlt nicht mehr viel. Ohoho. Einmal müssen wir noch durchhalten ohne Ringe. Ja, ich glaube, das war's. Ja, Glück gehabt. So, na, das war's auch schon wieder mit der Quarz-Quadrant-Zone hier im Dual-Let's Play von Sonic im Fuchs-Modus und Tails im Igel-Modus und Tails im Fuchs-Modus, so rum. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Euer Michael sagt Tschüss für dieses Mal.